Eine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wenn er wirklich pleite war, dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Wir hören gerne Sam und Nathan zu. Aber jetzt geht's weiter. Wir befinden uns hier auf hoher See. Von der Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar? Er lebte nach seinen eigenen Regeln, bereiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinen Kopf. Komm schon, allein wie seine Geschichte ausgeht, zählt, stimmt's? Wer weiß, vielleicht war es das alles am Ende wert. Okay, ich werde jetzt die ganze Zeit unterbrochen von den beiden, aber das macht nichts. Wir legen los. Also, lass uns mal gucken, ob wir hier was finden bei den Inseln. Sieht auf jeden Fall schon mal malerisch aus. Erinnert mich so ein bisschen an das damalige Far Cry 1. Paradiesisch. Fühlt sich echt seltsam. Jetzt stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Ich finde ebenso groß. Bin gespannt. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. Und da vor Anker gehen, das sieht aus wie eine kleine Bucht. Wie beim Film The Beach. Das sieht da drüben noch cooler aus, sehe ich gerade. Komm, wir gehen mal hier raus und gucken mal. Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Ah, wir müssen bestimmt ein bisschen suchen, bevor wir hier irgendwas finden. Aber... da ist eine Höhle. Höhlen sind immer gut, oder? Ninja-Rolle. Oh, hier. Was hast du da? Burns. Vor einem Jahr stand ich in einem verwahrlosten Gefängnis in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich in den Ufern eines verlassenen Archipels, inmitten des Indischen Ozeans, einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, des Großvater Burns ungerecht verwehrt blieb. Kapitän Darby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Dovers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Insel. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Insel bekommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen, dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein und ich bin mir sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Avery's Schatz ruhmreich nach Hause segeln. Joa. Steht noch mehr. Nee, ist das gleiche. Okay. Nehmen wir mal mit. Heilige Scheiße, Sam. Das hat Burns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Vorräte von der früheren Expedition. Mehr ist hier nicht. Okay. Shit. Ich dachte, hier können wir schon irgendwas machen, aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Sieht doch aus, wenn man da hochkommt irgendwie, ne? Sieht doch nur noch Kletterpartie aus, aber nicht von dieser Seite, glaube ich. Okay. Nein! Oh. Wir können los. Okay, nur keine Hektik. So, gucken wir mal hier drüben. Hier war auch noch so ein kleine Insel, wo wir da durchschippern, hier das kleine Kanal hier, ja, ne? Guck mal da. Das sieht doch auch gut aus. Nathan, da oben! Ah, warte mal. Ist die Frage, wo da oben? Einmal hier oben? Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Okay, wir könnten da hochgehen. Oder auch hier hinten. Mal gucken. Wir gehen erstmal hier drüben an Land. Weil da ist ja auch ein, man sieht da oben einen Turm. Da von hier irgendwie rankommen? Sieht man hier irgendwo einen Weg, der da irgendwie hinführt? Da oben ist doch nicht. Ja klar, guck mal da. Pass auf. Können wir da ranfahren? Ja, dann gucken wir mal. Das wollte ich gar nicht, aber ein cooler Sprung war das. So, da können wir auf jeden Fall was machen.
Ich sehe mich um. Willst du mit? Klar will ich mit. Und direkt da rankommen wir nicht, aber da ist ein Seil, was darüber geht. Hey, da oben, eine Art Flaschenzug oder so. Aber kein Weg nach oben. Hm. Stimmt, kein Weg nach oben. Müssen wir dann, wie kommen wir denn da hoch? Da kommt er da, hat er was gefunden da? Diesen Rillen kann man es nicht festhalten hier, ne? Nee, Quatsch. Ich sehe keinen Weg da hoch. Ich auch nicht. Also weiter. Ja, dann komm. Dann gehen wir doch darüber, wo die gesagt haben. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Weg. Den wir finden, vielleicht unterirdischen Tunnelsystem, man weiß es nicht. Hoppa. Sam, gehen wir. Gut, warte auf mich. Schon drauf? Ja. Okay, jetzt gehen wir mal darüber. Boah, wollen wir rauffahren direkt. So, da müsste es doch irgendwas geben dann. Finden wir einen Weg zum Turm. Ja. Ich glaube, es geht hier längs. Treppen. Treppen sind ja immer gut, denn die bedeuten, dass ja Menschen hier waren. Will ich mal behaupten. Das ist eine Höhle? Wollen wir das einfach hier hochgehen, oder? Okay, dann müssen wir über die Brücke. Die hält zumindest. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Gehen wir mal rein. Okay, dann mal rauf. Okay, jetzt geht er überall hoch. Von außen mal versuchen? Hier lang. Entschuldigung. So. Mal hochklettern. Noch ein höher hier? Ich glaube tatsächlich nicht, aber hier ist was. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Chevron, okay. So ein Pfeil. Kompasspfeil. Wow. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Aha. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Zeigt wahrscheinlich darüber, würde ich behaupten. Oder nicht? Sieht für mich zumindest danach aus. Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Whee! Kann man auch abseilen hier. Naja. Wir werden wahrscheinlich alleine sein hier nachher, wie immer. Wir sind ja nie alleine, wenn wir irgendwo sind. Und von hier können wir direkt ins Wasser springen. Hui! Halt! Was ist das? Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und okay. Er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Aber oh, hier können wir nichts machen. Das ist ja blöd. Lass mal hier runter gehen. Ja, runter das Bein. Alles mal durchforsten hier. Entschuldigung. So. Okay, gucken wir uns erstmal den Pfeil da an und guck mal, wo der genau hin zeigt.
Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Okay. Ja, rüber zu der Insel. Ah, guck mal. Jetzt sehe ich das. Da drüben ist noch ein Pfeil. Ja, auf geht's. Da drüben ist ja noch ein Pfeil, sehe ich gerade. Da könnt ihr es auch sehen. Da und der zeigt. Hey, schau, da drüben ist noch ein Pfeil. Zeig nach da. Da ist auch ein Pfeil, der zeigt nach da. Zeig einfach auf offene Meer, das wäre nicht richtig, oder? Hä? Hier kommt doch nichts mehr. Hey, schau mal da, ein Delfin. Ja, du hast doch sicher schon mal Delfine gesehen. Ja, schon, aber das ist viele, viele Jahre halt. Her. Sie haben da sich in der Zwischenzeit nicht groß verändert. Ja, der Pfeil zeigt nach rechts, also da längs. Und ein bisschen aufpassen, von oben gucken ein bisschen, ja? Der zeigt nach da. Okay. Und da ist einer. Der zeigt nach da. Also müssen wir da rein mit dem Boot. Mist! Ja, und da ist noch ein Pfeil. Hier müssen wir absteigen. Gut. Der Fall zeigt, da können wir auch nur zu Fuß hin. Und das geht's gar nicht. Okay, da kommen wir aber nicht einfach so rüber. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Was ist mit dem großen Pfeiler in der Mitte der Höhle? Da kann man klettern. Oh ja. Ja, könnte klappen. Das versuchen wir mal. Okay, das kann ich. Wir sind im Boot dran, wa? Oder? Ist ja irgendwas ein Ding, wo ich rein kann einzeln. Ne, im Boot dran, okay. Ich komme. Oh, das Wasser sieht auch wieder ganz erfrischend aus irgendwie. Oh, Gesundheit, Mann. So. Wie wir hier ranzukommen, was machen? Okay. Was geht's? Mal los. Lernen wir mal ein bisschen. Wie immer. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja! Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt? Klar. Wow. Das ist verdammt cool. Okay, wow. Wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Okay, so geht's auch. Runtergefallen? Ich dachte, der wäre runtergestürzt oder blöd gewesen. Aber ist er nicht. Wow. Subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery. Das sieht ganz gut aus. Na, er hatte das Geld. Wer kann, der kann, stimmt's? Der kann, ja. Und? Zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Komm, gehen wir näher ran. Oh, erstmal nehmen wir den Schatz hier mit, der hier liegt. Und dann müssen wir von da rüber springen, oder? Okay, wir müssen da irgendwo hoch. Da geht es schon wieder einen Weg hoch, also wir gehen da hoch. Jetzt auch hier nur wieder ein... Oh, das sieht aus, was hier oben reingeht irgendwie. Ah, guck mal. Hey Sam, komm,
Hilf mir mal. Ja, klar. Hochbrücken, die Scheiße. Los. Okay, komm durch. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen. Los. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Darüber oder hier längs? Nee, okay, darüber. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Da geht's nicht hoch. Das sah nur so aus. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Müssen wir erstmal hochkommen. Hier einen kleinen Weg da. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gut gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Hm. Warte. Oh oh. Sam! Natürlich. Geht das kaputt. Bist du okay? Das ist du alles passieren. Bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Ich kann da hinten lenken, oder nicht? Sam, was entdeckt? Ja. Sam, hey, bist du noch da? Gott, verdammt. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann. Du bist schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. So geht's auch. Danke. Alles in Ordnung? Bruderliebe, ne? Prima. Bruderliebe. Gehen wir weiter. Okay. Die Kiste? Warum stehen lassen hier? Ist hier drin irgendwas? Ah, da war er ja schon, ne? Da war nix. Kam aber nicht durch. Oh. Ah, vielleicht müssen wir da rüber irgendwie. Einen Moment! Sam! Zwecklos! Sackgasse! Shit. Okay, dann also wieder zurück! Na blöd. Ich hab sonst hingesprungen. Der Lebensgefahr. Oh, klettern da. Also, wie geht's denn hier weiter? Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinüber geben. Springen machen macht ja nicht so viel Sinn, ne? Oder so ein fetter Sprung? Da drüben kann man ja auch klettern, also da muss er doch irgendwie. Kann man den Turm da hochkommen? Hey, hey, schau da unten. Da sind Griffe zum Hochklettern. Was? Ja, da was ich nicht sehe. Guck mal. Griffe zum Hochklettern? Wo sind die denn? Da unten, okay. Aber den müssen wir uns einmal festmachen hier. Machen wir mal rum. Okay, warte. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Uhuhu. Alter Schwede. Okay. Ah, da geht's hoch.
Hier geht's hoch. Ich komme. Aua, das war ein bisschen weh. Wie geht's dir? Falscher Weg. Okay, falscher Weg. Dann müssen wir vielleicht. Okay, dann müssen wir da rein. Gar nicht so leicht. Sprung. Sam, hier rein. Okay. Jetzt haben wir schon zumindest mal oben. Auf dem richtigen Weg. Ziemlich weit oben zumindest. Gehen wir in diesen Turm hier rein, oder? Ich sehe hier nichts. Dann gehen wir mal rein. Schatz. Das war aber auch alles. Das nehmen wir hier drin nicht. Kann man da hochklettern? Da kann man. Wie konnte das hier niemand finden? Damals im Waldhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Ah. Jetzt heißt es wohl abwärts. Vorsicht! Warte mal. Wir haben irgendwie irgendwas machen können, aber kann man natürlich nicht. Oder runter, würde ich sagen. Ich bin hinter dir. Super. Hat geklappt. Das wo geht's jetzt die längs? Zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Okay, wir müssen hier runter und dann müssen wir da ranspringen, dieses Teil da. Sam, komm hier herum. Heilige Scheiße! Kommst du klar? Jawohl! Wow, was ist das alles? Hier gibt's na, viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Okay, das war wahrscheinlich... Die hatten ja eine ganze Piratenstadt hier, also. Bevor wir ins kalte Nass springen, müssen wir einen anderen Weg mal anschauen. Da drüben vielleicht. Hin. Das sieht schon besser aus. Blaupausen, okay. Braunpausen. Da, die. Das ist doch Averys. Sam, schau mal hier. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Die Gründer, ne? Oh, hier. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Vor diesen Kerlen, schwer zu sagen. Sam. Hier. Hey. Na. Vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Gehen wir in eine Zisterne. Ja, da mal hoch. Hier ist nichts. Komm noch nicht hoch, ne. Ja, da mal rein. Sieht noch gewaltiger aus. Hm. Oh. Da soll er vielleicht nicht drauf treten. Sieht schon aus wie eine Falle. Naja, oder wir müssen drauf treten. Na, machen wir einfach mal. Na, also.
Mist. Die Panik ist kaputt oder so. Oh, nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Ah, das klappt doch nicht. Okay, los geht's. Oh, Gott, ist das schwer. Meine Schätze. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Das sieht schon wieder geheimnisvoll aus. Gucken wir uns das mal an. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Alter, guck dir mal diesen Raum an. Danach aus. Abgefahren. Mal sehen, was passiert. Du kannst den drehen. Bewegen, drehen. Sie drehen die Symbole. Ja, das hilft. Aber warum? Ja. Ah, okay. So viel auf den Boden passt nicht zu ihm. So, wen brauchen wir denn, ne? Okay, bringt anscheinend nichts. Okay, ich habe noch nicht rausgefunden, was wir da machen sollen. Das macht dann keinen Sinn, da jetzt hier was zu drehen. Wenn es nicht so passt, wie wir es haben wollen, oder? Also Norden, Süden, Osten, Westen ist da drauf. Okay, wir müssen mal gucken, worum es geht hier. Steht was drin in unserem schlauen Buch? Nee. Ja, auch nicht. Also, lass mal kurz gucken. Bringen wir das Ah, guck mal. Ja. Jetzt sehe ich's. Okay, pass auf. Das da muss ein Halbmond sein. Das sehe ich jetzt erst. Könnt ihr das sehen? Das heißt... Muss es sein, oder? Bitte. Okay. Was ist das? Wow, schau. Statuen. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Guybrush Threepwood. Mein Gott. Wer war noch gleich dieser Albasra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Savai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager. Und Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Und der andere Kerl? Erst war er niemand. Und dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. Lustig, dass sie den dann reingenommen haben. Aber wie? Was soll man jetzt hier machen? Was wollen die von uns? Jetzt sind natürlich überall woanders Lichter, wie man sieht, ne? So, kurz bewegen. Ich drehe beide Symbole gleichzeitig. Thank you.
Warte mal, was müssen da für Symbole hin? Symbole. Also das muss das da sein, das müssen wir ein bisschen drehen. Warte. Das hin? Nee, noch einen weiter, ne? Der ist richtig. Der zweite ist das, oder? Ja, okay, das geht da nicht. Das heißt, wir müssen... Okay, sind beide draußen. Also, was für ein Symbol ist das denn hier? Das ist... Das da. Das soll irgendwo möglich sein, den einzelnen da jetzt. So, welchen brauchen wir da? Den schrägen, also... Müsste der sein, ne? Musst du sie nur noch ins Licht drehen. Gut. Hoffen wir, dass das klappt. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Okay. Hey, schau. Das Symbol auf dem Ring dreht sich ständig. Schwierig. Ah, okay. Dieser Bin Malik sieht traurig aus. Naja. Ja, okay, warte. Ich mach dir so weit weg, dass er aber nicht so gut ist. Gleich wie wir. Jetzt ist die Action. Der ist richtig, aber die anderen sind natürlich verkehrt dann noch, ne? Da, der dreht sich auch. Und den müssen wir... Das ist ein ganz anderes Symbol. Überlegen. Warte mal. Der ist ja richtig. Der muss auf jeden Fall so sein, wenn wir da ankommen. Und der muss... Das klappt. Nee, hat er noch zurück? Ich muss ein bisschen weiter. Und noch ein, glaube ich. Du hast es. Ja. Hab schon gedacht. So. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Two. Sam, schau. Da geht's lang. Hey, Moment mal. Das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha. Schon seltsam. Naja, wer weiß, wo der Avery ist. Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Heilige Scheiße. Da ist deine fehlende Avery-Statue. Krass. Es sieht aus, als ob ein Sturm aufkommt hier, ne? Ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Ich denke mal, es wird hier einen Sturm geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das geht ganz schön tief runter. Kann man springen? Pass mal auf. Ich speichere sich jetzt halb mal. Hoppa! Okay, das geht nicht. Ich hätte gedacht, dass jetzt Wasser ist, ist ja nicht so schlimm, ne? Aber das geht nicht, okay. Das geht. Gehen wir hier oben längs. Dann schön tief runter. Also, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern. Frag mich das am Ende nochmal. Oh, hier gibt's auch irgendwie eine Seilbahn, guck's an. Heiß dich bitte, bitte, bitte! Ist nicht gerissen. Oh, hier raus können wir nicht springen. Einfach müssen wir sie hinten rumgehen. Okay, komm runter. Ah, jetzt kommt noch ein Sturm auf. Das ist auch ziemlich cool, ne? Das Wetter ändert sich gerade. Da ist unser Boot. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain.
kann er wohl mal machen, ne? Bist du drin? Ich denke schon, ne? Okay. Die Insel mit Avery ist einfach mal aufgegangen, die Klappe. Rechts. Ich bin so aufgeregt, mir zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. In der Hand hat er ein Fernrohr, aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Alter. Das ist echt cool, wie das gemacht ist hier mit dem ganzen Wetter und so. Macht schon Laune. Ein Tagebucheintrag, yes! Komm her, du musst wieder hochhelfen. Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Und... Oh, komm hoch da. Was sehen wir hier? Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Na, was geht ab? Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Na? Hat er uns beschwindelt mit dem. Mit dem Oberboss da? Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Okay, was geht jetzt ab? Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir am Anfang des Spiels waren, ne? Sehr gerne. Ich glaube schon, oder? Genau. Ich finde das ziemlich cool gemacht. Ja, ja. Es macht schon Spaß, das Spiel, ne? Muss man einfach sagen. Also, da muss man sagen, die Sony-exklusiven Spiele sind auch immer ein Highlight, ne? Weil die extra so echt Spaß machen. Schiffbruch. So. Wir werden direkt von diesem Strand runter. Wir machen direkt hier beim nächsten Mal weiter. Sam, hörst du mich? Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich finden wir Sam aufwärts. Und mal sehen, was passiert. Bis dahin. Tschüss.